Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Presets und Remote Pages, genauer gesagt, wie man Presets erstellt, speichert und wie man da vielleicht noch gleichzeitig Remote Pages anlegt. Aber legen wir doch einfach mal los. So. Und zwar gehen wir gleich los. Wir laden jetzt einfach mal hier so einen Polysynth rein. So, da ist das gute Stück. So, und der klingt dann erstmal so. Und den stellen wir jetzt halt irgendwie so ein, wie wir den gerne haben wollen. Machen wir hier zum Beispiel mal ein bisschen Unison. Dann nehmen wir was raus, beziehungsweise gucken wir mal, wie der sich anhört. Ist er vielleicht auch ein bisschen tiefer? Dann machen wir hier noch einen schönen LFO rein. Bauen da so ein bisschen was. Und mit dem LFO, da drehen wir jetzt einfach hier an dem Sync so ein bisschen rum. Und der LFO-Modulator, den stellen wir jetzt noch auf Unipolar, damit der hier schön gleichmäßig was macht. Dann mal gucken, ob wir vielleicht hier ob sich das jetzt schön anhört. Vielleicht einfach ein bisschen langsamer. Langsamer war die andere Richtung. Ne? Dann machen wir hier vielleicht noch einen Reverb rein in die AudioFX-Sektion. Ganz normalen Bitwig Reverb. Dann machen wir hier ein bisschen Build-Up. Jetzt nicht so der allerschönste Sound, den ich gerade hier kreiere. Packen wir unten noch ein bisschen die tiefen Frequenzen weg. Jetzt haben wir hier so 80 Hertz oder so. Und was können wir noch Schönes machen? Können wir einen Sub reindrehen? Das klingt ein bisschen nach. Und ja, was machen wir hier noch Schönes? Vielleicht eine Ramp reinnehmen und dann mal ein bisschen Neues rein und Neues drehen wir mit der Ramp raus. Ein bisschen mehr reindrehen, weil der Filter auch komplett zugedreht ist. So, sagen wir mal einfach mal, dieses Preset stellen wir ja noch auf Poly rum. Das Preset möchte ich jetzt einfach speichern und jetzt kann ich einfach hingehen, kann hier einen Rechtsklick machen und kann hier sagen Save to Preset Library und dann kann ich hier einfach das Preset speichern. Ich denke mir hier einen Namen aus, nenne das jetzt einfach mal, nennen wir das Funky Pad. Der Name ist hier vorausgewählt. Dann muss ich noch eine Kategorie auswählen und es gibt hier Pad.
Sounds. Und jetzt kann ich dem Pad noch so ein paar Tags hier mitgeben. Ich kann hier sagen, der ist soft. Sagen wir, slow ist er vielleicht. Eher dark, würde ich mal sagen. Mono, Poly, Glide, Chord, FX, Wet, Mod. Akustik, Metallic, Analog. Sagen wir mal analog. Klingt ja auch noch noisy nicht. Und ich könnte jetzt zum Beispiel noch eine eigene Kategorie hier hinzufügen, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich will so eine eigene Tag-Kategorie mit meinem eigenen Namen. Ups. So, gebe hier Odo ein, drücke Return und habe jetzt hier so einen eigenen Odo-Tag mit drin. Und hier unten kann ich dann noch so eine Beschreibung reinmachen. Das ist eigentlich ganz gut, dass wenn man mal so durchscrollt, dann sieht man schon anhand der Beschreibung dunkler, oder fangen wir anders an, warmer, dunkler Pad-Sound. Ja, lassen wir das einfach mal so, dann speichere ich das Ganze ab. So, jetzt habe ich ein Preset gespeichert und wenn ich hier jetzt drauf gehe und mir hier die Presets raussuche, habe ich jetzt den richtigen, das ist gerade jetzt habe ich gerade komplett vergessen, wie ich den gerade genannt habe, aber das macht gar nichts, weil ich kann hier nach Creator suchen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel gucken, okay, ich habe das Funky Pad genannt, kann das laden, jetzt habe ich mein Funky Pad hier drin. Zusammen mit dem Reverb, weil ich alles, was ich in so einem Preset speichere, muss ich auch immer mit dem Device verbinden. Das heißt, hätte ich das Reverb außerhalb hingepackt, wäre das Reverb nicht mit gespeichert gewesen. Das kann natürlich auch gewollt sein. Packe ich es mit in den FX-Container und das gilt genauso für Node-Effekte. Alles, was ich innerhalb dieses Devices reinpacke, also in diese Chain hier, das kann ich alles als Preset speichern. Was man vielleicht noch machen sollte, das Device heißt hier immer noch Polysynth. Und ich habe das ja hier FunkySynth genannt, deshalb FunkyPad. Deshalb nenne ich das hier mal FunkyPad. Dann sieht man das auch hier. Jetzt kann ich wieder einen Rechtsklick machen. Save Preset to Library. Alles vorausgefüllt, wie ich es letztes Mal hatte. Sag jetzt einfach oder klicke jetzt einfach auf OK. Fragt mich, ob ich das überschreiben will. Ich sage OK, yes. Oder ja im Deutschen. Und dann kann ich das hier wieder, das FunkyPad. Ich sehe jetzt hier die Beschreibung: FunkyPad. Es ist ein Polysynth-Device. Es ist ein Pad. Dann vom Creator mir, also Odo Sendai Dukai. Warmer, dunkler Pad-Sound ist die Beschreibung. Und hier habe ich noch so ein paar weitere Tags. Die Tags sehe ich dann hier im Browser bei AnyTags oder hier in diesem Teil. Den Creator sehen wir ja hier. Hier kann ich dann zum Beispiel sagen, hier bei Devices kann ich Polysynth auswählen oder hier bei den ganzen Presets kann ich zum Beispiel könnte ich zum Beispiel jetzt auch noch sagen, okay, irgendwelche VSTs oder irgendwie sonst was. Oder ich sollte hier natürlich ein Instrument ausgewählt haben. Oder ich kann zum Beispiel sagen, alles, was mit Bitwig zu tun hat. Und wenn ich das anklicke, kriege ich natürlich von allen Bitwig-Devices, ich habe jetzt hier natürlich nicht AnyCreator ausgewählt, von allen Bitwig-Devices kriege ich jetzt die Presets angezeigt. Und ich kann jetzt aber wieder hier hingehen und sagen, okay, ein bisschen breiter aufmachen. Ich will hier nur vor dem Polysynth. Jetzt kriege ich nur für den Polysynth die ganzen Presets angezeigt. So. Und jetzt kann man ja auf die Schnelle, kann man es ja so machen, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe. Das heißt, ich lege hier mir jetzt irgendwelche Modulatoren hin und dann moduliere ich irgendwelche Drehregler oder Knöpfe oder was auch immer. Und kann das dann quasi so automatisiert ablaufen lassen. So, jetzt gibt es ja aber noch die schönen Remote Pages hier unten mit diesem Knopf, also die Fernsteuerung. Und da kann ich ja hier auf dieses Schraubschlüssel-Symbol klicken. Und dann habe ich hier die Device Pages, die mit jeder Instanz von dem Polysynth geladen werden. Und hier oben steht dann auch noch die Preset Pages. Und hier kann ich mir jetzt so eine eigene Preset Page anlegen. Und die allererste, die heißt immer Perform standardmäßig.
So, und jetzt könnte ich mir hier irgendwelche Knöpfe noch hinlegen. Und diese Knöpfe hinlegen mache ich, dass ich hier irgendwelche Knöpfe definiere. So, oder ich kann auch irgendwie zum Beispiel sagen, okay, hierhin, das ist wie beim Modulieren, ich klicke da drauf, dann wird das aktiviert. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier auf den Ausknopf von dem Reverb klicken. Und dann habe ich hier einen On-Off von dem Reverb. Dann kann ich hier vorne draufklicken, dann geht der Reverb an und aus. Und ich sollte das dann hier vielleicht auch noch hinschreiben. On-Off, Abkürzung ist OO, an-aus ist AA, ist jetzt auch nicht so das Beste. Aber ich kann einfach erstmal, weil das jetzt vielleicht meine einzige Einstellung für den Reverb ist, kann ich das einfach Reverb nennen. Ich habe hier einen Knopf für den Reverb zum An- und Ausmachen. So, jetzt habe ich aber noch eine andere Geschichte. Ich kann ja hier auch sowas wie, wenn ich jetzt hier auswähle, Makros hinterlegen. Und Makros sind ja Drehregler. Oder ich kann hier auch Makro 4 auswählen zum Beispiel. Dann sehe ich erstmal nur das. Wenn ich das aufklappe, sehe ich 4 Drehregler. Und die sind quasi genau gleich wie der regelbar. Das heißt, ich kann den quasi so in dieser Dreiviertel-Einstellungsmöglichkeit benutzen. Oder ich drücke hier das Plus-Minus, dann geht der hier auf die 12 und ich kann quasi Minus- und Pluswerte regeln. Oder müssen keine Minus-Plus-Werte sein, das ist einfach nur eine Darstellung, dass ich quasi einmal in diese Richtung kann und einmal in diese Richtung und das ist eben so der Mittelwert. So, und eine kleine Sache, wenn man sich die Mühe machen will. Wenn man solche Presets erstellt, ich lösche jetzt einfach mal die ganzen Sachen, die ich hier erstellt habe, auch mal komplett, auch nochmal den hier, mach den mal kurz nochmal zu und sage jetzt, ich mache jetzt hier ein Makro, richtig schreiben, dann kriege ich das auch und das kopiere ich mir jetzt einfach. Ich packe mir das hier an der Seite, halte die Steuerung-Taste gedrückt und ziehe es einfach runter. Dann habe ich das jetzt einfach dreimal da. So, und jetzt, wie gerade eben, will ich zum Beispiel sagen, okay, ich will zum Beispiel diesen Sync hier unten modulieren. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel machen, indem ich diesen Makro-Knopf mit dem Sync synchronisiere quasi. Das heißt, wenn ich hier drehe, geht der hoch und runter. So, das jetzt erscheint erstmal so ein bisschen doppelt gemoppelt. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich mache hier ein Plus-Minus, sodass ich quasi den auch zurückdrehen könnte, wenn ich wollte. Ich erkläre gleich, wo das jetzt hinführt. So, ich nehme jetzt hier einen LFO, wie gerade eben auch wieder. So, diesen LFO, den stelle ich wieder auf den Bipolar hier aus, auf Unipolar, sodass der quasi nur in eine Richtung geht, weil dieser Sync-Knopf, der geht hier nicht in die Minusrichtung, weil ich den hier unten eingestellt habe, sondern der geht nur in die Plusrichtung. So, und jetzt sage ich, okay, ich moduliere jetzt nicht diesen Sync-Knopf, sondern ich moduliere diesen Sync-Knopf. So. Warum ich das jetzt mache? Das Ganze klingt so jetzt. Machen wir hier den Noise mal ein bisschen weg. So. Warum ich das jetzt so gemacht habe? Wenn ich jetzt nämlich den hier moduliere und ich kann den ja hier noch weiter runternehmen, dass der hier kaum noch irgendwie reagiert oder ein bisschen weiter hoch oder noch weiter und kann den rummodulieren, wie ich möchte. Und das kann ich natürlich von Hand machen oder ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, jetzt pack mir eine Automation-Linie dazu. Wenn ich jetzt, machen wir das mal nicht in den Clips, geht zwar auch in den Clips, aber jetzt lege ich mir hier mal einen Clip im Arranger an und male mir jetzt hier einfach, das ist eine gute Note, auch wenn ich gerade eine andere ausgewählt habe. So, und den machen wir jetzt mal hier auf ganzer Bildschirm, dann schalten wir die Automation ein und hier habe ich mein Funky Pad Sync, das ist dieser Knopf hier. Und den könnte ich jetzt, mache ich hier Anfang und Ende, markiere ich, damit ich
quasi auf der Position, auf der Standardposition anfangen und auch wieder auf der Standardposition Ende. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hingehen und zwischendrin einfach mal, ich mache das jetzt mal, machen wir hier so hoch und dann gehe ich hier auch nochmal wieder runter. Und wenn ich das Ganze jetzt hier abspiele, geloopt, dann wird der hier bewegt. Wenn ich jetzt hier den Sync-Knopf bewege, kann ich das trotz Automation machen. So, wenn ich jetzt einen anderen Weg gehen würde, wenn ich jetzt den hier zum Beispiel automatisieren würde. Jetzt habe ich Funkypad, Oszillator 2, Sync, das ist der hier. Und vorher sind wir ja quasi über den gegangen, der ja den hier moduliert. So, wenn ich dasselbe jetzt hier mache, ich kopiere mir jetzt einfach mal die Automation, die packe ich jetzt einfach mal nach oben, wenn er mich lässt. Jetzt habe ich irgendwas Falsches gedrückt gehabt. So, jetzt nehmen wir das so. Steuerung-Taste gedrückt halten, fallen lassen. Jetzt habe ich die Modulation hier. Und die hier lösche ich hier unten. So, jetzt habe ich hier eine Modulation. Die hört sich exakt so an. Oder ungefähr so wie die vorherige. So, wenn ich jetzt live performe und irgendwie mit meinen Knöpfchen hier rumspielen will und drehe jetzt an diesem Knopf rum, dann geht hier oben quasi Automation aus für diesen Knopf. Das heißt, ich kann jetzt zwar rumperformen, aber damit der nachher wieder weitermacht in seiner Bewegung, muss ich wieder hier oben draufklicken. Das kann von Vorteil sein, wenn ich den wieder genau quasi an der Stelle haben will, dass der wieder genauso weiterspielt wie vorhin. Allerdings, wenn ich so eine Live-Session mache und sage, okay, ich will performen, aber ich will ja nicht unbedingt, wenn ich so in meinem Lied drin bin und drehe die Schalter so hin, wie ich es gerade haben will und drücke dann oben drauf, dass dann der Sound sich komplett plötzlich verändert. So, wenn man, gerade wenn man so live spielt, ist es ja jetzt nicht unbedingt wichtig, dass das jetzt genauso klingt, wie man es produziert hat, sondern dass das einfach so der gesamten Live-Performance entspricht. Deshalb, ich mache jetzt gerade mal Steuerung Z, damit ich die alte Kurve wieder kriege. Deshalb ist es zum Beispiel ganz ratsam, ich mache diesen Umweg, dass ich hier einen zusätzlichen Knopf hier installiere quasi und mit dem diesen hier moduliere. Ich lösche jetzt gerade mal hier die Automation von diesem Knopf hier direkt. Kann ich das auch hier machen? Nein, doch Delete Automation kann ich machen. So, jetzt wird dieser Knopf nur noch durch diesen hier geregelt und wenn ich jetzt das wieder abspiele, kann ich an diesem Knopf rumdrehen. Und da oben passiert nichts mit der Automation. Das heißt, wenn ich dasselbe jetzt machen würde, ich nehme jetzt hier zum Beispiel den Filterregler und sage, okay, ich kann hier so ihn komplett aufdrehen und mache das hier mit dem hier. Bisschen laut hier. Jetzt kann ich den hier rummodulieren. Man kann jetzt auch wieder sagen, Add Automation Lane. Dann kriege ich hier eine, dann mache ich wieder das gleiche Spiel wie vorhin. Drehe den hier so mal ein bisschen hoch ist gut. Der ist so. Und jetzt wird dieser hier moduliert, der ja hier die Modulation hier drauf legt. Aber ich kann. Ich kann den immer noch manuell betätigen, ohne dass mir hier quasi der Stopp der Automation, die hier stattfindet, passiert. Das heißt, ich habe immer noch die ganze Bewegung des Filters, aber ich kann die Frequenz des Filters einfach ändern, wo der sich bewegt. Und wenn das für meine Performance oder es muss ja keine Live-Performance sein. Das kann ja auch einfach sein, dass man so vor sich hin jammt oder irgendwas sucht und mag einfach diese Bewegung haben. Dann kann man hier immer noch mit rumdrehen. Und das Ganze kann man dann natürlich auch wieder hier auf die Remote Pages schalten, wenn ich sagen will, okay, ich habe hier diese Modulation.
von dem Regler. Hier kann ich auch noch mal rumdrehen, wenn ich jetzt hier keine Automation am Start habe. Oder ich kann ja zum Beispiel auch sagen, ich nehme jetzt zum Beispiel diesen Regler hier mit rein und lasse den hier zum Beispiel weg. Dann klicke ich hier drauf. Okay, das war jetzt der falsche Weg. Aber ich kann das ja einfach hier machen und dann ziehe ich das einfach hier rüber. Dann habe ich hier die Frequenz und könnte zum Beispiel sagen, okay, ich will hier an der Frequenz rumschieben. Ich will hier an der Filterresonanz rumschieben. Ich will hier am Noise rumschieben und vielleicht noch an irgendwas anderem rumschieben. Und wie gesagt, also wenn man jetzt Automation einbaut, sollte man sich halt vielleicht überlegen, ob dieser Umweg, dass man quasi hier so einen Zwischenlayer einbaut, wo man sagt, okay, wenn ich den direkt mit dem verbinde, habe ich ja einfach nur so einen Zusatzknopf, aber auf Automation gesehen, wenn ich den hier automatisiere, kann ich an den rumdrehen, ohne dass mir die Automationen ausgesetzt werden. Einfach nochmal so ein kleiner Hinweis, oder ich kann hier noch alles mögliche, den Pitch hier mit reinnehmen zum Beispiel. Und wenn ich das so habe, dann kann ich hier einen Doppelklick hier vorne drauf machen und habe dann nur noch diese Schalter, die ich hier definiert habe. Und habe dann nicht hier die Modulatoren oder das ganze Gerät, was mich vielleicht hier so ein bisschen verrückt macht, weil hier ständig sich irgendwas bewegt. Kann auch cool aussehen. Aber so manchmal möchte man einfach nur so, okay, ich habe hier meine drei Schalter. Gerade wenn man dann irgendwie eine Live-Performance macht, ist manchmal vielleicht ganz gut, wenn man nicht so wahnsinnig viel sieht, kann sich das alles vorbereiten. Und kann das dann einfach benutzen. Und speicherbar ist das dann wieder hier immer mit Save Preset to Library. Dann kann man hier auch was Neues abspeichern, wenn ich jetzt hier einen neuen Namen eingebe, Funky Pad 2 zum Beispiel. Rest belasse ich so, okay, ist jetzt als Funky Pad 2 gespeichert. Hier vorne, was habe ich da eingegeben? Habe ich jetzt hier Funky Pad und Funky Pad 2. So. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich hier das Ganze nochmal verändern mit einem Rechtsklick. Ich kann es kopieren, ich kann es löschen. Aber das Funky Pad selber lösche ich jetzt, dann fragt er mich nochmal und das Funky Pad ist weg. Oder ich kann dann auch nochmal sagen, hier Rename. Oder was ich noch sagen kann, ich kann sagen Reveal File. Dann geht ein Fenster auf. Sobald ich das hier am Start habe, geht ein Fenster auf mit den ganzen Presets für den Polysynth. Hier oben ist mein Dateipfad. Und dann kann ich hier zum Beispiel das Funky Pad 2, das ist 13 Kilobyte groß, kann ich jetzt rauskopieren und kann es irgendjemandem schicken, der selber den Sound zum Beispiel nicht hinkriegt. Oder ich kann es online stellen, damit andere Leute das runterladen können. Oder. Also ich habe hier schön sortiert in meiner Library, in meiner Bibliothek, die Presets und dann auch für die Polysynths. Und hier sind dann eben auch nochmal andere Presets am Start. Ja. Und so kann man sich das Ganze organisieren. Also entweder über Reveal File oder hier diese ganze Rename, Copy, Delete. Edit File Metadata, kann man hier nochmal ein paar Sachen verändern. Oder Add To, und kannst du zu den Favoriten und die ganzen anderen Sachen, die man halt auch mit dem ganzen Browser machen kann. Da unten geht es dann los mit den ganzen Browser-Einstellungen hier für diesen Browser oder beziehungsweise für diesen Browser hier, die ja relativ ähnlich sind, beziehungsweise fast gleich. So, das war's schon an der Stelle. Ich hoffe, das hat euch gefallen, es hat euch was gebracht. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen da. Ich gebe ihn auch gerne wieder zurück. Abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.